Jetzt also doch, Obduktionen bei Menschen, die kurz nach einer Corona-Impfung verstorben sind. Das fordert Bundestagsvize Wolfgang Kubicki. Brauchen wir endlich mehr Aufklärung? Das ist eines unserer Themen heute hier mit diesen spannenden Gästen. Bestsellerautor und Finanzexperte Marc Friedrich sagt, der Korruptionsskandal um EU-Vize Eva Kaili, die heute ihr Amt verloren hat und in U-Haft sitzt, ist nur die Spitze des Eisbergs. Die EU sei am Ende. Um Geldverschwendung geht es auch. Bildpolitikchef Jan Schäfer, er kann nicht nachvollziehen, dass Jugendliche jetzt auf Staatskosten Party machen dürfen. Er ist ein Kritiker der Corona-Politik der ersten Stunde. Der bayerische Ministerpräsident hat ihn deshalb aus dem Ethikrat entlassen. Wirtschaftsethiker Dr. Christoph Lüttke, Professor an der Uni München. Jetzt fordert er eine Aufarbeitung der letzten 3 Jahre, von Lockdowns bis hin zu Besuchsverboten. Die Stromnetze, die stehen vor dem Kollaps und die Gefahr eines Blackouts wächst. Das sagt der Kernphysiker und Unternehmer Dr. Götz Ruprecht. Dass die Regierung auch die letzten AKWs abschaltet, das hält er für verantwortungslos. Immer mehr Experten fragen nach Gründen der deutlichen Übersterblichkeit. Und auch Bundestagsvize Wolfgang Kubicki will es jetzt wissen. Im Interview mit der Welt fordert er jetzt eine Obduktion und Überprüfung von Todesfällen nach der Corona-Impfung. Kubicki bezieht sich dabei auf eine Studie von Heidelberger Pathologen Peter Schirmacher, der herausgefunden hatte, dass bei 30% aller von ihm untersuchten Fälle die Impfung die Todesursache gewesen sei. Darüber sprechen wir jetzt. Herr Lüttke, Kubicki fordert Obduktionen. Muss sich die Politik dieser Aufklärung stellen? Die Aufklärung aller Corona-Maßnahmen ist entscheidend. Es kann nicht dabei stehen geblieben werden, jetzt zu sagen, wir sind irgendwie durchgekommen und jetzt, wir sind noch gar nicht mal völlig durchgekommen. Es gibt immer noch Maßnahmen, sondern wir müssen jetzt auch sehen, wie beginnen wir eine echte Aufarbeitung, und zwar eine, die auch damit beginnt zu sagen, wo sind Fehler gemacht worden und wie können wir sicherstellen, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Also Obduktionen sind für Sie auch eine Maßnahme, über die man nachdenken sollte? Ich denke schon, dass das ein Element ist. Das war ja übrigens einmal ganz am Anfang der Krise, wurde das übrigens ja auch schon gemacht. Da gab es diesen Hamburger Arzt, der das in Einzelfällen machte. Also ich glaube schon, dass es letztlich ist, wir müssen wissen, was dort passiert ist. Wir können nicht bei diesem Unwissen, was wir derzeit haben, stehen bleiben. Gleichzeitig läuft ja, Herr Friedrich, die Impfkampagne einfach weiter. Schenken Sie dem jetzt noch sehr viel Vertrauen in der jetzigen Lage? Nein, nach wie vor natürlich nicht, weil es kommen immer mehr Ungereimtheiten ans Tageslicht. Wir wissen ja, die erste Impfung hat nicht funktioniert. Wir sind jetzt bei der 4. Impfung in der Zwischenzeit. Es hat damals geheißen, die wäre nebenwirkungsfrei, die wäre so gut getestet, es wird definitiv keine langfristigen Schäden geben. Pustekuchen, jetzt sind wir da. Wir haben eine Übersterblichkeit im November gehabt von 19% zum Vorjahr. Wir sehen, dass immer mehr Menschen sich beklagen, weil sie irgendwelche Hautirritationen haben, Herzmuskelentzündungen, Irritationen genereller Natur. Und dahingehend muss ich sagen, hatten die Kritiker wohl anscheinend alle recht. Und deswegen habe ich sehr, sehr wenig Vertrauen in diesen ungetesteten neuen Impfstoff. Jan, findest du, dass die Regierung Kubickis Forderung nachkommen sollte? Also im Prinzip finde ich Aufklärung immer gut. Und es ist extrem wichtig, dass gerade nicht nur was das Thema Sterblichkeit angeht, sondern auch generell, was die Folgen von Maßnahmen angeht, wir einen Untersuchungsausschuss im Bundestag bekommen. Da gab es eine Abstimmung bereits. Die ist leider abgeschmettert worden. Das ist interessant. Die FDP hatte im Wahlkampf im letzten Jahr ja noch massiv getrommelt und gesagt, es muss dann auch einen Untersuchungsausschuss in der nächsten Legislaturperiode geben. Kaum sind die Liberalen an der Macht, war das mit dem Untersuchungsausschuss dann doch kein richtiges Thema mehr. Also wir haben da eine Allianz von Politikern, natürlich auch gerade auf Unionsseite, auf SPD-Seite, die gar kein großes Interesse haben, einen Untersuchungsausschuss im Bundestag einzusetzen. Aber er wäre dringend, dringend nötig. Beunruhigen dich die Zahlen? Beunruhigen dich auch das, was gesagt wird, dass auch Ärzte vermuten, da gibt es mehr Fälle, da fällt uns etwas auf, es ist immer noch schwer, Zusammenhänge da nachzuweisen. Beunruhigt dich das? Das beunruhigt natürlich, aber ich stelle mir auch immer wieder vor, wie war denn die Situation damals 2020? Zu Beginn des Jahres, in der Mitte des Jahres, am Ende des Jahres. Und wenn wir ehrlich sind und in uns hereinhorchen, dann haben wir, die meisten zumindest von uns, ich sehe die kritischen Blicke von Herrn Friedrich, ja, Sie doch kommen eigentlich, zum Zuge. Doch eigentlich danach gelächzt, dass es eine Impfung gibt. Und ich habe bis heute, vielleicht liegt es auch daran, weil es keine oder mir erkennbar keine Nebenwirkung bisher bereitet hat, aber bin eigentlich sehr dankbar, dass ich diese Impfung bekommen habe. Wir wissen, das war ein Wettlauf mit der Zeit. Wir wissen auch, dass die Verfahren bei diesen Impfstoffen, die wir hatten, völlig anders waren als normal, also auch viel kürzer, dass wir mehr oder weniger auch Probanden möglicherweise gewesen sind.
Aber das war der Situation sicherlich geschuldet. Sicherlich war falsch von vielen Politikern zu sagen, das ist alles nebenwirkungsfrei. Das konnte zu dem Zeitpunkt keiner wissen. Da ist jeder, der sich hat impfen lassen, ins eigene Risiko gegangen. Und deswegen ist wurde es aber nicht so gesagt, oder? Also genau, das ist auch wieder ein Problem und das muss auch wieder aufgearbeitet werden. Völlig richtig, ohne Frage. Nichtsdestotrotz bin ich weiterhin froh, dass es so schnell Impfstoff gegeben hat und dass der so schnell zur Verfügung gestanden hat. Sie haben schon ein bisschen Kopf geschüttelt. Ja, also los. Ja, gerne. Also wegen der Aufarbeitung. Ich meine, Jens Spahn, ehemaliger Gesundheitsminister, hat sich ja jetzt schon ein bisschen entschuldigt und so. Und Lauterbach hat ja auch gesagt, okay, die Kita-Schließungen waren eigentlich de facto nicht notwendig. Die Kollateralschäden, die erleben wir bis heute. Die Nachbeben werden wir auch erleben, weil die Gesellschaft ist gespalten wie noch nie zuvor. Und ich glaube, da soll es natürlich bleiben. Wir brauchen auf jeden Fall auch eine juristische Aufarbeitung, weil wir hier wurden, wie gesagt, Milliarden teilweise verschwendet. Wir haben einen wirtschaftlichen Schaden. Wir haben Kollateralschäden innerhalb der Familien. Freundschaften sind kaputt gegangen. Und da müssen wir aufarbeiten, um auch wieder zu heilen, um Brücken zu bauen. Ganz klar, da sind wir auch schon mittendrin in Ihrem Thema, da kommen wir auch gleich zu. Bleiben wir einmal noch kurz bei den Impfungen. Die Impfkampagne läuft ja weiterhin. Jan, findest du es gut, dass sie weiterhin angesichts all der Informationen, die man jetzt gerade zusammenträgt, einfach so weiterläuft? Also mein Eindruck war schon, dass die Verläufe, die wir gesehen haben, nach dem Start der Impfkampagne anders waren, milder waren, als wir sie hatten ohne die Impfung. Und wir sehen ja auch, wie panisch ein Regime wie China jetzt reagiert. Da mag es sicherlich auch andere Gründe für geben, aber wir sehen ja schon, dass die Impfung da offenbar einen gewissen Schutz geboten hat. Das mag nicht bei jedem gewesen sein. Und es ist ganz bedauerlich, dass es da offenbar auch viele Menschen gibt, die jetzt extreme Nebenwirkungen haben und mit Blick auf die Übersterblichkeit da möglicherweise auch noch andere wirklich dann tödliche Reaktionen erfolgt sind. Das ist das eine. Aber ich glaube, ein Punkt, den Herr Friedrich gemacht hat, und der ist auch nochmal extrem wichtig, ist die Aufarbeitung auch für möglicherweise neue Pandemien zu sagen, was ist passiert, was haben wir vielleicht richtig gemacht, aber was ist vor allem extrem falsch gelaufen. Und da muss man sagen, nach allem, was wir jetzt wissen, aber was wir auch schon in Pandemiezeiten wussten, dass der Umgang mit den Kindern eine Katastrophe gewesen ist. Eine absolute Katastrophe. Die Folgen sind jetzt spürbar. Und ich glaube, da muss man vielen Politikern von der Spitze und auch der damaligen Bundeskanzlerin angefangen, den massiven Vorwurf machen, viel zu wenig zum Beispiel auf Kinderärzte gehört zu haben in dieser Pandemie, viel, viel, viel zu wenig. Und die ganzen Folgen, die es gab an Negativen für die Kinder, Kleinkinder, aber auch Schulkinder, völlig außer Acht gelassen zu haben. Diese Schullockdowns, die wir gesehen haben, waren nirgendwo so schlimm wie in Deutschland und haben zu dramatischen negativen Folgen geführt. Und da wirklich muss aufgearbeitet werden, dass so etwas nie wieder passiert. Depression, Übergewicht, soziale Kontakte, die nicht mehr gepflegt worden sind. Das sind all die Folgen, da steigen wir gleich noch ganz tief ein. Vor allem auch, Herr Lüttke, wenn Sie dazu auch noch mal Ihr Wort und Ihre Gedanken uns mitteilen. Ich will einmal noch bei der Impfung bleiben, Herr Rupprecht. Jetzt unter all diesen Bedingungen, die wir jetzt gerade sehen, die Impfung immer noch unter bedingter Zulassung. Haben Sie Vertrauen? Überhaupt nicht. Also in die Impfung gar nicht. Und wenn man sieht, dass sich auch inzwischen hochrangige Politiker entschuldigen, tatsächlich in Alberta ist das passiert, da hat die Premierministerin sich für das Impfregime regelrecht entschuldigt und auch die ganzen Maßnahmen, die gemacht wurden, das ist etwas, das würde ich mir in Deutschland inzwischen auch wünschen, denn man hat ja eigentlich, es war eigentlich leicht zu sehen, dass ein Impfstoff, der auch völlig neuartig noch ist, wo man gar nicht wissen kann, wo es diese Feldstudien noch gar nicht gibt, dann hastig über dieses teleskopierte Verfahren die Studien praktisch parallel beschleunigt, dass man natürlich nichts über die Langzeitwirkung weiß, das ist doch eigentlich offensichtlich. Und wie kann man sowas überhaupt sagen, dass das nebenwirkungsfrei ist? Also da gibt es viel härtere Testverfahren für Impfstoffe, für normale Impfstoffe. Und trotzdem hat man das nicht nur zugelassen, sondern auch noch empfohlen und dann auch noch stets Kindern empfohlen. Und zur Pflicht gemacht. Das noch mehr. Beispielsweise läuft die Impfpflicht auch noch in der Bundeswehr. Wir hatten hier zweimal einen Gast sitzen, Soldaten, die weiterhin verpflichtet sind, sich impfen zu lassen, denen finanzielle Einbußen drohen, die einen wahnsinnigen psychischen Druck auszuhalten haben. Richtig. Schön, dass Sie es gesehen haben, die Sendung. Diese eigene Sendung, die ich hier gerade bewerbe, haben Sie natürlich alle gesehen. Das freut mich. Aber kann man das jetzt noch aufrechterhalten? Nein, also natürlich nicht. Das ist völlig klar. Aber ich verstehe auch nicht, warum einige Politiker so krampfhaft immer noch daran festhalten. Natürlich werden die selbst auch sich verteidigen wollen, dass das das Richtige war damals. Bloß
Die müssen doch erkennen, dass das so nicht weitergehen kann. Es wird ja nur noch schlimmer. Das heißt, man sieht doch jetzt noch stärker erhöhte Todesraten. Also man kann das direkt schon jetzt in den Statistiken sehen. Und dass die immer noch nicht zurückrudern. Ja, es hilft eigentlich nur die Vollbremsung, alles stoppen und dann zurückrudern und sich anfangen, erstmal damit dem Thema intensiv zu beschäftigen und dann sich zu entschuldigen natürlich. Jan, warum fällt es der Politik offenbar so schwer? Es fällt schwer, weil es das Eingeständnis eines Fehlers ist, den man gemacht hat. Und Fehler zuzugeben, das bedeutet am Ende immer auch ein Stück Glaubwürdigkeit zu verlieren. Es gibt viele, die sagen, nein, das würde die Glaubwürdigkeit... Vielleicht auch gewinnen. Ja, aber ein Politiker, der sich 2-3 Mal entschuldigt für Sachen, die er falsch gemacht hat, der hat natürlich den Makel, Mensch, weiß ich als Wähler eigentlich, ob der diesmal richtig liegt. Möglicherweise liegt der schon wieder falsch, liegt der wieder falsch. Also das ist ja immer dann der Makel. Und gerade in Krisen ist es, glaube ich, gut, auch Menschen an der Regierungsspitze zu haben, die sich nicht zu häufig in ihrem Leben geirrt haben, weil man dann davon ausgehen kann, dass sie die Entscheidung, die sie treffen, hoffentlich richtig getroffen haben. Wir sehen bei der Bundeskanzlerin aber, dass das in Sachen Corona-Politik in vielen Fällen nicht richtig war, was sie gemacht hat. Und mein Eindruck ist auch in der Nachbetrachtung, wir haben es mit einer sich selbst beschleunigenden Entwicklung in der Politik gehabt. Also wenn man auch nochmal denkt an das Thema Bundeslockdown, was wir plötzlich hatten. Also wir gingen in 2022 in einen Lockdown bis Sommer. Dann kam ein Lockdown-Light im Herbst, dann wurde die Geschäfte auch noch geschlossen, dann war es ein größerer Lockdown. Und dann gab es ja nochmal die Idee mit dem sogenannten Osterarrest oder Osterruhe, wie auch immer man es nennen will, und ein Bundeslockdown über die Osterwochen nochmal verschärft, das ganze Land für 10 Tage komplett stillzulegen. Also in welcher Welt haben wir uns eigentlich befunden? Gab es aber auch eine Entschuldigung und ein Zurückrudern von der Kanzlerin. Aber nur für diese sogenannte Osterruhe. Ja. Da wurde uns ja auch verkauft, wir müssten alle jetzt in Ruhe zu Hause bleiben. Also eigentlich war das wirklich ein Osterarrest. Wir wurden nämlich eigentlich hätten gezwungen werden, zu Hause zu bleiben. So, und da gab es eigentlich so etwas wie noch schneller, noch weiter, noch höher in der Politik, vorangetrieben auch von der Bundeskanzlerin, die sich einen Beraterstab zurechtgelegt hatte, der auch immer nur in eine Richtung marschierte und andere Stimmen wurden nicht gehört. So. Und wenn ich mich in so einer Welle und so einer, sag ich mal, Panik, so an einem Modus befinde, dann geht es natürlich immer nur noch schneller voran, ganz und genau. Und richtig schnell sind wir auch mitten in Ihrem Thema gelandet, Herr Lüttke. Ihnen ist nämlich eine Entschuldigung nicht genug. Es muss mehr passieren. Es muss wirklich aufarbeitet werden. Wir haben ja einige Sachen bereits hier in dieser Sendung angesprochen. Jetzt heißt es, für die Kinder ja Schulen und Kitas hätten nie geschlossen werden müssen sollen. Davon haben die Kinder jetzt heute gar nichts mehr. Es ist Ihre Zeit, es ist Ihre Kamera. Es geht jetzt um die Aufarbeitung der vergangenen 3 Jahre. Bitte. Ja, wir brauchen eine Aufarbeitung der gesamten Corona-Krise und der Corona-Maßnahmen. Mir geht es nicht so sehr um den Begriff Schuld. Das kann man definieren, wie man will. Aber es geht mir darum, dass man sagt, es sind Fehler gemacht worden. Also das müsste eingestanden werden in gewissem Umfang. Und es müsste dann auch eingestanden werden, dass man über das Ziel hinausgeschossen ist, dass man auch in eine Art Kollektivismus verfallen ist, in dem kritische Stimmen kein Gehör mehr finden konnten. Das müsste dann auch dazu führen, in zweiter Linie, dass man sagt, wie können wir diese Fehler nicht mehr machen bzw. vermeiden beim nächsten Mal, dass es so weit kommt. Also das wäre mir entscheidend, dass man irgendwie sagen kann, für eine kommende Krise, wir werden nicht wieder so weit in diese missliche Lage hineinkommen, sondern können das irgendwie vermeiden. Bedeutet das, dass es für Sie mit einem Schuldeingeständnis, mit einer Entschuldigung getan wäre? Oder was fordern Sie konkret in Sachen Aufarbeitung? Also es geht mir nicht so sehr um die Worte. Mhm. Also da wird dann gerungen darum, hat ja jemand jetzt das Wort Schuld in den Begriff genommen oder nicht. Nein, es muss aber eingestanden werden, es ist etwas schiefgelaufen, es ist etwas falsch gelaufen. Da kann man immer noch darüber diskutieren, wer daran schuld ist. Aber es sind Fehler gemacht worden von Institutionen, von verschiedenen Organisationen, auch von Parteien, von Politikern, von Einzelnen, aber auch von Gruppen. Und das wäre mir wichtig. Und dann zu sagen, wie können wir das Vertrauen, was dadurch verloren gegangen ist, wiederherstellen? Und wie können wir sicherstellen, im Rahmen des Möglichen, dass das beim nächsten Mal nicht wieder so passiert? Das nächste Mal, das steht quasi schon fast vor der Tür. Der Gesundheitsminister sagt ja Weihnachten, alle Ruhe geben, Vorsicht, Vorsicht, Obacht, Obacht. Gehen wir noch einmal in die Themen rein, die besonders schmerzhaft, die besonders schwierig für uns auch als Gesellschaft waren. Herr Friedrich, wo sehen Sie das größte Versagen? Wo sind die Stellen,
wo wir wirklich sagen müssen, da ist etwas schiefgelaufen. Und wir haben das schon gestriffen hier, dieses Thema, aber da möchte ich immer tiefer reingehen. Mhm. Wo ist etwas schiefgelaufen? Wo ist wirklich etwas passiert, das wir so nicht stehen lassen können? Ja, vor allem bei der Zukunft unseres Landes, bei den Kindern. Wir sehen ja jetzt, dass viele Kinder durch diese Lockdowns leider keine sozialen Kontakte mehr haben, sozial inkompetent geworden sind, Waschzwang, Übergewicht natürlich wegen mangelndem Sport. Dann sehen wir jetzt RSV-Viren, die immer weiter sich etablieren bei den Kindern, weil die wohl durch das Maske tragen, durch zu wenig soziale Kontakte, wohl ein geschwächtes Immunsystem haben und kein Immungedächtnis aufgebaut haben und natürlich auch Depressionen teilweise. Drogenkonsum ist massiv gestiegen, nicht nur in Deutschland, auch in Österreich und in der Schweiz. Und das sind Kollateralschäden, die werden uns Jahre begleiten, dass die jungen Kinder auch keine Bildung genießen konnten, keine Kultur genießen konnten. Denen fehlt einfach, ich glaube, für 39 Wochen hatten wir Lockdown in den Schulen. Die haben 39 Wochen keinen Schulunterricht gehabt, ihre Freunde nicht gesehen. Und bei denen ist es halt ein größerer Anteil an ihrer Gesamtlebenszeit als bei uns. Und das ist unverzeihlich. Aber dann fordert jemand hier einen Rücktritt zum Beispiel von jemandem mehr als eine Entschuldigung und Untersuchungsausschuss. Das gibt es nicht mehr. Wer tritt denn noch zurück, bitte schön? Hören Sie doch auf. Nee, naja, also, weil wir zählen hier all diese Dinge auf die und sagen, das müssen wir aufarbeiten. Ja, aber die sitzen es aus. Sie sitzen es aus bis zum Ende. Die müssten alle zurücktreten und auch haftbar gemacht werden. Und eine Entschuldigung wie Jens Spahn, das reicht nicht. Der müsste eigentlich vors Gericht kommen. Wir müssten das alles aufarbeiten, um auch wieder Frieden zu stiften in der Bevölkerung. Und genau das Gleiche bei Lauterbach. Lauterbach lag mit so vielen Punkten falsch. Und trotzdem hat er nicht den Anstand zu sagen, okay Leute, ich liege falsch, ich bin vielleicht überfordert, ich trete zurück und mache für jemand anderen Platz. Die Bevölkerung würde das begrüßen und würde auch wieder Vertrauen in die Politik gewinnen. Momentan sehe ich nur, dass es immer extremer wird in der Gesellschaft. Also das sehe ich als besonderes Problem, dass man nämlich gerade in den letzten anderthalb Jahren etwa immer stärker ein Narrativ durch die Krise getragen hat, was überhaupt nicht mehr begründet war und was an einem bestimmten Punkt auch für jeden oder jedenfalls einen großen Teil der Bevölkerung klar wurde, das ist doch nicht mehr begründet in der Sache, sondern es sind einfach nur Maßnahmen, die einfach da sind. Und Lauterbach hat auch mal irgendwann gesagt, ja, das ist eben so. Und also an der Stelle muss man sagen, das ist gefährlich für eine Demokratie. Ja. Flugzeug und Bahn zum Beispiel. Ich bin mir sicher, hätte man die Politiker im Zug erwischt ohne Maske, dann hätten wir im Zug jetzt keine Maskenpflicht. Und das kann man auch keinem mehr erklären. Ich bin jetzt hier auch in Berlin mit der Bahn gefahren. Ja? Also ich meine, da hält sich ja keiner mehr irgendwie dran. Auch der Kontrolleur hat nicht mal mehr nachgefragt, weil wir einfach wissen, es macht keinen Sinn mehr. Ich glaube, die Realität ist eine ganz andere wie die in der Politikblase. Was kommt da mal ins Rollen, Jan? Was glaubst du, Untersuchungsausschuss hatten wir bereits angesprochen, aber wird es vermutlich nicht geben. Das wäre wichtig, ein Untersuchungsausschuss. Mich hat, wenn wir das einmal noch mal vielleicht zusammennehmen, und wir sehen ja auch, wie sich eine gewisse gesellschaftliche Debattenkultur jetzt auch wandelt, doch erstaunt, wie leichtfertig viele, viele Menschen in diesem Land eigentlich ganz normal hingenommen haben, dass Freiheitsrechte eingeschränkt wurden. Das war etwas, was mich fasziniert hat im negativen Sinne, in den Jahren 2020, 2021 und auch in diesem Jahr noch zu Beginn des Jahres, dass eigentlich eine Debatte darüber stattgefunden hat zwischen jenen, die versucht haben, möglichst viele Freiheitsrechte zu verteidigen und die dann sich dauernd attackieren lassen mussten in zum Teil wirklich wüsten Schimpftiraden, als jene, die überhaupt nicht begriffen hätten, worum es bei diesem Virus geht. Und da habe ich den Eindruck, tut sich jetzt doch in gewisser Weise etwas, dass diejenigen, die für diese Freiheitsrechte gekämpft haben, in gewisser Weise doch mehr Zuspruch bekommen, zumindest für sich auch in Anspruch nehmen können, dass die Argumentation durchaus auch mit Blick auf die vergangenen zweieinhalb Jahre die richtige Argumentation war. Genau so haben Sie ja auch argumentiert. Entschuldige, wenn ich da einmal reingehe. Genau Sie haben von erster Stunde an Kritik geübt. Sie haben dafür Ihren Job verloren. Haben Sie eine Entschuldigung bekommen? Hat sich Markus Söder bei Ihnen entschuldigt? Also ich habe die Position im Ethikrat verloren. Genau. Sie sind weiterhin Professor in der Uni München im Ethikrat, Also nein, bei mir hat sich niemand persönlich entschuldigt. Also auch weder persönlich noch unpersönlich, das hat es nicht gegeben. Nein. Aber Sie haben ganz schön was aushalten müssen. Sie wurden öffentlich dafür diffamiert, kann man sagen. Ja, das ist wahr. Und zwar, das muss man schon sagen, nicht nur von einer Seite, sondern auch von Teilen der Medien, nicht anwesenden Teilen der Medien, von anderen, ich sage mal, Mitgliedern aus meiner Community sozusagen auch und eben von der staatlichen Seite. Ja, also es kam einiges zusammen. Es war eine ganz schöne, also man könnte es auch Hetzjagd nennen. Ja, eine Hetzjagd. Und da kam niemand mal auf Sie zu und hat gesagt, entschuldigen Sie, ich war da so gefangen, Sie hatten da recht an dem und dem Punkt, das hatte ich gar nicht so gesehen, deshalb war ich nicht informiert genug, also wusste ich nicht besser. Also, ja.
Also, naja, ich höre jetzt so im Laufe der letzten Monate von vielen Bekannten aus dem beruflichen oder privaten Umfeld, dass die eigentlich sagen, ach, wir haben ja immer zugestimmt. sehen das, das ist ja ein einfacher so Weg. Gratis Mut. Ich habe immer genickt. Und man hat es nur natürlich damals nicht so gesagt. Ich meine, das ist mir wichtiger, als wenn man es nicht sagen würde. Ist besser als gar nicht. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, dass wir auch jetzt gerade für junge Menschen, dass wir sie dazu erziehen, auch etwas gegen den Mainstream zu sagen und gegen Strömungen. Ich glaube, das war doch eigentlich immer auch in den auch früheren Generationen wichtig. Da gibt es übrigens noch, Entschuldigung, einen weiteren Bereich, den man auch nicht außer Acht lassen sollte. Die Justiz hat ja auch teilweise mitgespielt, also auch zum großen Teil. Ja, klar. Ich weiß nicht, was man da machen kann, aber das scheint ja irgendwie auch eine Mentalitätssache zu sein. Man kann ja die Justiz jetzt nicht, es wird schwierig, die zu verklagen. Ja? Aber ich fand das erschreckend. Das ist ja so, ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich bin überzeugt, dass meine Position richtig ist und ich mache nichts Kriminelles, dann weder Rückhalt von den Medien noch von der Politik und dann schließlich auch nicht mal von der Justiz zu bekommen. Wobei, da muss man Einschränkungen machen, glaube ich. Es gab zahlreiche Gerichte, die wieder gesagt haben, zum Beispiel das Böllerverbot, dann war nicht rechtens. Ja, das waren so ein bisschen klein hier und da. Aber dennoch, die Leute, die im Park von der Parkbank gejagt beim Schlittenfahren. Wurden, Kinder beim Schlittenfahren mit Das war jetzt Polizei, ne? Genau, das war Polizei. Ich will um Gottes Willen nicht die ganze Justiz jetzt verdammen, aber das ist doch auch so eine Mentalitätsfrage. Was geht denn davor in der Justiz? Und die Urteile waren ja oft so, dass die einfach nur gesagt haben, ja, das RKI hat ja gesagt. Mhm. Und wenn das RKI das sagt, brauchen wir uns damit nicht weiter zu beschäftigen. Aber das ist doch genau die Aufgabe der Justiz, das eigentlich zu hinterfragen. Ja. Also genau auf Seite des Bürgers zu sein und zu gucken, ob der Staat denn das Richtige und die Verhältnismäßigkeit. Ja. Das ist natürlich. Können Sie eigentlich einmal sagen, was der Ausschlag war, dass Sie ausgetreten sind oder dass Sie in dem Gremium nicht mehr angehen? Was war genau das ausschlaggebende Momentum? Ich bin ja nicht ausgetreten. Sie durften austreten. Sagen wir mal, vorsichtig formuliert, Sie mussten gehen. Ausgetreten. Was war genau der Punkt? Ich bekam ja ein Schreiben seinerzeit, also im Februar 2021. Nochmal für die Zuschauer, Sie waren ja Mitglied im Bayerischen Ethikrat. Genau, im Bayerischen Ethikrat, der neu gegründet war, gerade erst im Ende 2020. Und wir haben erst einmal getagt gehabt damals. Und ich bekam dann einen Brief von der Bayerischen Staatskanzlei, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich nicht länger in diesem Ethikrat bin, aber das war ohne Begründung, da war gar nichts. Also, und es wurde dann später gesagt, dass ich behauptet hätte, ich würde für den gesamten Ethikrat sprechen, was ich nicht getan habe und was man sogar in Fernsehausschnitten, wo ich dazu mich äußere, auch sieht, dass das nicht stimmt. Aber es war eindeutig, ich hatte mich kritisch gegenüber dem Lockdown geäußert, auch gegenüber Zero Covid. Das habe ich vor kürzlich nochmal auf Twitter auch nochmal mit großer Resonanz nochmal zurückgeholt, sozusagen aus der Vergangenheit. Das war diese Kritik an diesen Konzepten, die offensichtlich politisch nicht genehm war, zu der Zeit jedenfalls. Herr Friedrich, was war da los? Was war mit vielen von uns los? Was war los, dass wir geglaubt haben, gefolgt haben und dass wir wenig hinterfragt haben und dass der Graben, über den wir sprachen, entstehen konnte überhaupt, dass die hinterfragt haben, zumindest kritisch beäugt wurden. Wie konnte es so weit kommen? Wir sind alle selbstständig denkende Menschen. Ja, nicht mehr. Es war Angst und natürlich Propaganda und auch Angst, das Rückgrat zu haben, vielleicht gegen den Mainstream, gegen das Narrativ was zu sagen, weil man Angst hatte, dann stigmatisiert, diffamiert zu werden oder sogar entlassen zu werden. Und es war tatsächlich eine Art Massenpsychose, weil natürlich kann man die Gesundheit, die überhöht dargestellt wurde, moralisch, ethisch natürlich nicht in Frage stellen, weil dann ist man ja gleich irgendwie in eine Schublade gesteckt worden, weil es geht ja um Gesundheit. Man muss ja sozusagen mitfunktionieren. Und deswegen war es eine Massenformation und eine Massenpsychose ausgelöst durch ständige Torpedierung mit Propaganda, mit Schlagzeilen, mit Inzidenzzahlen. Die Menschen hatten einfach Angst und dadurch sind auch Psychosen entstanden. Und viele Menschen jetzt im Nachhinein, mit denen ich auch spreche, auch Journalisten, Politiker, die sagen, ja, ich hatte zwar schon ein komisches Bauchgefühl, ich hatte eine andere Meinung, aber ich hatte Angst, die zu äußern, weil ich dann diskreditiert worden wäre. Deswegen gab es auch keinen Pluralismus mehr und keine Debattenkultur mehr. Die wurde beerdigt und der Diskurs, von dem ja die Demokratie de facto lebt, wurde begraben und daran leidet unsere Gesellschaft bis heute. Da muss ich natürlich schweren Widerspruch bei Ihnen vielleicht. Friedrich, nein, wir haben natürlich das erlebt hier als Journalisten bei Bild und in unserem Verlag gibt es ein weiteres Medium, die Welt. Wir waren da, glaube ich, relativ ähnlich unterwegs, aber wir haben natürlich gespürt, dass die Meinungen, die wir auch vertreten haben, die Berichte, die Beiträge, die wir gesendet haben oder auch geschrieben haben, natürlich sehr, sehr kritisch von nicht nur Politikern, sondern auch anderen Kollegen anderer Medien beäugt wurden. Das ist vollkommen richtig. Also da stand man schon in einer Ecke,
in die man reingedrängt wurde. Mhm. Und das war die Ecke, die nicht zu den, oder wir gehörten nicht zu den, ich sag's mal in Anführungsstrichen, Regierungssprechern. Das ist vollkommen richtig. Es gab genug andere Journalisten, die sich als Regierungssprecher aufführten, ja auch zum Teil die Bevölkerung beschimpft haben quasi mit erhobenem Zeigefinger. Also quasi die Arbeit eigentlich von vielen Ministern und der Bundeskanzlerin übernommen haben. Das haben wir in der Tat nicht gemacht. Deswegen widerspreche ich in dem Punkt ganz deutlich. Es gab eine Debattenkultur. Sie war möglicherweise nicht so ausgeprägt, dass man sich gegenseitig zugehört hat, sondern man hat sich wahrscheinlich eher beschimpft oder zugemacht und das eine Ohr reinlaufen lassen und Herr Schäfer, kann ich aber auch intervenieren. Es gab einen Kollegen von der Welt, ich glaube Olaf Gersemann, der hat jeden Tag die Inzidenzzahlen getwittert und hat immer wieder gewarnt mit erhobenem Zeigefinger, was wir machen müssen. Und da war schon einer aus sozusagen aus ihrem Stall, der jeden Tag eigentlich Panik geschüttelt mit Zahlen, die die Menschen dann auch erschreckt haben, wo sie Angst hatten. Um Gottes Willen, wir sind jetzt irgendwie bei 10.000. Aber es gab natürlich beide Seiten. Natürlich, also ich glaube, Zahlen zu twittern kann man jetzt nicht per se als Panikmache abgeben. Das waren die Zahlen, die der Subtext hatten. War schon deutlich. Und aber das ist, also ich möchte genauso wenig, dass wir die das begleitet haben, mit dem erhobenen Zeigefinger, mit dem wir selber nicht gescholten werden wollen, schelten. Ja. Also das muss ich einmal klar sagen. Genau. Mhm. Und dafür sitzen wir irgendwie hier an unserem Tischchen, um auch genau das zu tun. Ich frage mich nur, Herr Rupprecht, wie sehen Sie das? Wir reden hier gerade über die Aufarbeitung. Manchmal habe ich das Gefühl, viele sagen jetzt auch Aufarbeitung, es bringt mir eine Entschuldigung. Ich möchte jetzt endlich das Wort Pandemie nicht mehr hören. Ich möchte jetzt zurück in die Normalität. Wie ist Ihr Gespür für dieses Thema? Brauchen die Menschen eine Entschuldigung? Brauchen sie etwas, das klar macht, es wurden Fehler gemacht? Oder wollen viele jetzt einfach sagen, lasst mich in Ruhe, ja, Pandemie, jetzt möchte ich einfach mein Leben? Ich glaube, Sigmund Freud hat das mal so aus, also ich kann es nicht wörtlich wiedergeben, aber nichts ist, kommt später umso stärker hervor als unterdrückte Emotionen. Und diese Emotionen werden ein Leben lang da sein. Und das, was den Leuten angetan wurde, die der anderer Meinung waren, damals zu Beginn der Corona-Zeit und durch die ganze Zeit durch, das war schon schlimm. Und das kann einfach so nicht stehen bleiben. Wenn das unaufgearbeitet stehen bleibt, dann, ich weiß nicht, wozu das führt. Die Spaltung bleibt dann letztendlich bestehen, auch wenn man es übertüncht. Also das muss aufgearbeitet werden. Und der erste Schritt ist nun mal eine Entschuldigung, weil diese Maßnahmen eben übergriffig waren einfach. Ja? Also ich denke schon, dass das sein muss. Also aber wer muss sich da entschuldigen? Das Problem ist, die Chefin der letzten Bundesregierung, die ist im Ruhestand. Naja, warum können Sie sich trotzdem entschuldigen? In der Tat, aber es hat natürlich irgendwie keine Konsequenz. Weil Sie haben vollkommen recht, eine Entschuldigung wäre angebracht von ihr, nicht nur bei dem Thema. Da gibt es auch noch andere politische Themen, die mir einfallen mit Blick auf die Ukraine und Russland. Aber es ist dann eine Entschuldigung gut, aber am Ende muss man sagen, was haben die Schulkinder davon, die jetzt, wie Sie sagen, unter Depressionen leiden? Ja, davon alleine noch nichts, natürlich. Aber es ist ein Anfang der Heilung. Wir müssen ja heilen, wir müssen ja Brücken bauen, wir müssen ja anfangen, uns zu verzeihen, gegenseitig beide Seiten. Und es geht nur, wenn jemand einen ersten Schritt macht. Und eine Entschuldigung ist der erste Schritt, eine juristische Aufarbeitung ist der zweite Schritt. Ich glaube, es ist ja schwierig, immer zu sagen, der andere muss jetzt das und das tun. Mhm. Muss jetzt nicht sagen, es tut mir leid, ich habe Schuld auf mich geladen und sowas. Das ist, glaube ich, schwierig. Aber was man schon, glaube ich, tun könnte, ist, denn warum tun wir das eigentlich? Wir wollen die Fehler beim nächsten Mal vermeiden. Genau. Das ist doch der Punkt. Deswegen ist dieses Lernen daraus viel, viel wichtiger, zu gucken, was ist schiefgelaufen, was war richtig. Und ich glaube, festzuhalten bleibt, auf die Freiheit zu setzen, ist am Ende auch nach dieser Pandemie extrem richtig und wichtig gewesen. Ja. Immer wieder ganz massiv zu hinterfragen, warum wird diese Freiheit wieder eingeschränkt? Ist das wirklich nötig, sie einzuschränken? Weil die Folgen von eingeschränkter Freiheit sind dramatisch erkennbar. Ja. Vertrauensverlust, ja, das eint ehrlich gesagt auch unser nächstes Thema. Säcke mit Bargeld soll die Polizei bei der EU-Parlamentsvize gefunden haben. Hier sehen wir mal ein Bildchen davon. Jetzt sitzt sie in U-Haft, Eva Kaili. Und sie hat sich offenbar schmieren lassen. Der Korruptionsskandal, der gerade ganz Brüssel quasi aus den Fugen hebt. Sie sagen, das ist aber nur, Herr Friedrich, die Spitze des Eisbergs. Ihre Zeit. Ja, es zeigt auch mal wieder, wie heuchlerisch eigentlich die EU ist. Uns wird eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro klar gemacht und selber haben die 600.000 Euro zu Hause in Plastiksäcken rumliegen. Aber erste Frage natürlich, erster Punkt, was hat denn die FIFA mit der EU gemeinsam? Erstens, sie sind korrupt und zweitens haben sich von Katar schmieren lassen. Ja, Eva Kaili, Vizekommissionspräsidentin der EU, hat Geld angenommen von Katar, um Werbung für den Wüstenstaat zu machen und hat damit den größten Korruptionsskandal in der Geschichte der EU ausgelöst. Nur einer von vielen. Die EU ist ja seit jeher eigentlich immer wieder bekannt durch Skandale, durch Korruption. Und wir wissen ja, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Denn ich bin mir sicher, unter ihr, aber auch über ihr, gibt es noch das ein oder andere aufzuarbeiten. Schauen wir mal über sie. Da ist nämlich die Ursula von der Leyen. Ja, wir kennen sie noch als ehemalige deutsche
deutsche Bundesverteidigungsministerin, die dann wegen der Berateraffäre aus der, Achtung, Wortwitz, Schusslinie gebracht werden musste und entsorgt wurde Richtung Brüssel. Und jetzt auch eine kurze Frage an das verehrte Publikum. Wer hat denn Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin gewählt? Genau richtig, niemand von uns, war gewählt wurde eigentlich Manfred Weber der CSU. Aber da man sie entsorgen musste, hat man sie eingesetzt. Und das zeigt wieder mal das Demokratieverständnis der EU. Es ist und bleibt eine Fassadendemokratie. Und Ursula von der Leyen ist da sehr geschickt gewesen. Sie hat nämlich immer schon sehr routiniert Handynachrichten, SMS gelöscht, Laptops sind verschwunden, also konnte man ihr nie was nachweisen. Und jetzt sieht sie da auch beim Impfdeal mit Pfizer, ihrem größten Freund, dem Vorstandsvorsitzenden Albert Bourla von Pfizer, wurden Deals über Milliarden über Nachrichten, SMS und Handynachrichten ausgetauscht und eingetütet. Parallel ist dieser Pfizer-Vertrag geheim. Er wurde geschwärzt und wir haben gesehen, dass die EU in diesen Verträgen sich schützend vor Pfizer stellt. Ich dachte immer, die EU ist dafür da, dass sie die Bürger schützt und dass sie sich vor die Bürger stellt und nicht vor Pharmakonzerne, die Milliarden mit Impfdosen machen. Parallel hat man 3 Milliarden Impfdosen bestellt für 450 Millionen Europäer. Man wusste wohl schon, entweder es wirkt nicht beim ersten Mal, beziehungsweise man muss mehrfach impfen. Jetzt haben wir den Salat. Und ja, meiner Ansicht nach ist die EU moralisch, ethisch gescheitert. Wenn sie sich jetzt nicht reformiert, dann wird sie auch noch implodieren, weil die Menschen verlieren immer mehr das Vertrauen in die Institution EU und vor allem auch in die nicht teilweise demokratisch legitimierten Führer der Institution der Europäischen Union. So, jetzt hat er kaum aufgehört. Ich könnte doch weitermachen, ich sag's, ich bin ein Fach. Das glaube ich sofort. Ich will aber Jan Schäfer fragen, ist die Kritik gerechtfertigt? Ich finde das ja gut, wenn hier jemand emotional diskutiert. Ja. Und ich glaube, dass die Kritik durchaus gerechtfertigt ist. Dankeschön, nächstes Thema. Viele Punkte, die man sehr, sehr kritisch sehen muss in der EU. Das war jetzt ein breites Bündel, was Sie da auch geschnürt haben. Ja. Herr Friedrich, ich glaube, ein Punkt ist oder wäre mir sehr wichtig, das Thema Binnenmarkt ist aus meiner Sicht ein extrem wichtiges. Mhm. Wir wissen, dass der Abbau von Zöllen und von Handelsbeschränkungen immer dazu führt, dass Volkswirtschaften, also Bürger, reicher werden, weil man weniger Geld für ein Produkt bezahlt, was man zum Beispiel dann aus Österreich kauft oder aus der Schweiz natürlich nicht, aber aus Frankreich beispielsweise, aus Dänemark. Und insofern ist der Binnenmarkt an sich eine extrem gute Idee. Alles, was wir politisch in der EU noch machen und in welcher Ausbreitung auch, das ist eine andere Frage, darüber kann man diskutieren. Also, dass die Wirtschaftsvereinigung dann auch noch eine richtige politische Vereinigung geworden ist oder ansatzweise, darüber kann man streiten, was da falsch läuft, was richtig läuft. Ihr Thema war jetzt das Thema Korruption. Ehrlicherweise muss ich mich da auf das verlassen, was die Kolleginnen und Kollegen bei uns recherchieren. Wir sind noch nicht weiter als den aktuellen Stand, den wir haben. Deswegen weiß ich nicht, ob über Frau Kaili auch noch schlimme Sachen passiert sind oder 60 Mitarbeiter mittlerweile werden untersucht, sind also da, glaube ich, unten, rechts und links, und also auf allen Seiten im Kreis wurde, glaube ich, einmal ganz genau hingeschaut, beweist aber auch, dass man genau hinschaut. Genau, oder? Und die EU-Staatsanwaltschaft ermittelt ja auch schon gegen von der Leyen und es sind ja wieder SMS und so weiter gelöscht worden. Also wie gesagt, also die hat bestimmt auch das eine oder andere den Dreck am Stecken und wir könnten ja auch über die EZB reden, über die Politik und so weiter. Natürlich ist die Idee einer Wirtschaftsunion her und gut, aber brauchen wir dann diesen aufgeblasenen Apparat in Brüssel, der sich selbst bedient, der unglaublich viel Geld verdient, der wirklich nicht effizient ist und so weiter. Da gibt es ja viele Skandale seit Jahren. Ich glaube, wir müssten den zusammenstutzen, die müssen wieder auch in die reale Welt zurückgehen. Wir brauchen eine Amtszeitbeschränkung und die müssen auch haftbar gemacht werden. Und vor allem kann es nicht sein, dass jemand wie Ursula von der Leyen nicht legitimiert wird und einfach eingesetzt wird und da ihre Schandtaten weiter betreibt. Herr Lücke, hat Sie das überrascht heute, dieser riesige Korruptionsfall, der ans Tageslicht kam von Eva Kaili? Oder sagten Sie, schon gedacht? Schon? Mich hat es schon überrascht, muss ich jetzt sagen. Ich bin schon bei vielem, was Herr Schäfer sagt. Denn grundsätzlich ist der Abbau von Handelsschranken eigentlich eine sinnvolle Maßnahme. Und es ist auch ja noch zusätzlich so, dass man, wenn man mal guckt, die EU auch dazu durchaus beigetragen hat, manchmal, nicht immer, aber liberalere Politik zu betreiben, als das möglicherweise in einem Nationalstaat der Fall gewesen wäre. Nicht in jedem Fall, das ist richtig, aber wenn wir es dadurch schaffen, durch so eine überstaatliche Einrichtung, nämlich zu diesem Abbau zu kommen, den wir sonst innerhalb des Staates nicht hinbekommen hätten, dann wäre das grundsätzlich eine sinnvolle Organisation. Aber dann muss man das natürlich auch so hinbekommen. Dass die Engländer oder die UK ausgetreten ist, ist bedauerlich, denn das war eigentlich eine liberale Kraft in der EU.
Insofern muss man sehen, aber dass es dabei wir bleibt. Sehen doch auch, wie die EU immer weiter mutiert. Es wird immer mehr planwirtschaftlich, sozialistisch organisiert. Wir haben auch den Duktus mit Kommissionen und so weiter, Politbüro. Und jetzt haben wir auch noch Parteibonzen, die sich selbst bereichern. Fakt ist aber auch, wir haben jetzt Chatkontrolle soll kommen. Ne? Also dass die EU praktisch geheime Chatnachrichten lesen soll zwischen den Bürgern. Wir sehen, dass die Landwirte, dass denen das Leben schwer gemacht wird. Wir sehen immer mehr Bürokratie und immer größere Parteiapparate in der EU. Und dahingehend sage ich einfach, wir müssen dem Einhalt gebieten, sonst sind wir hier die spätrömische Dekadenz, dann implodiert das Ganze. Und die Ideen, die Grundideen der EU waren ja gut, ne? Nach dem Krieg zu sagen, wir müssen als Europa zusammenrücken, nie wieder Krieg, nach den schrecklichen Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges, deutsch-französische Freundschaft und europäische Wirtschaftsunion. Ja. Aber jetzt sehen wir halt, dass die EU meiner Ansicht nach Europa, die Idee Europa mehr schadet, als dass ihr nützt. Ich will einmal noch ganz eng an dem Fall bleiben, an dem großen Korruptionsskandal. Ich möchte einmal versuchen, ein bisschen auch in die Psyche einzutauchen, weil ich glaube, dieser Apparat EU, dass da abgespeckt werden kann, da sind sich hier fast alle am Tisch einig. Mich interessiert, Herr Ruprecht, was haben Sie gedacht? Das ist eine Frau, eine Sozialdemokratin, die, so sagt man, Bargeld säckeweise gehortet hat in ihrer Wohnung. Was haben Sie gedacht? Fühlt die sich einfach sicher? Ist das quasi Routine? Ist das einfach nur ein außergewöhnlicher Fall, wo man sagt, das kann ja eigentlich nie wieder passieren? Ist es eine große Dummheit? Was ging Ihnen da durch den Kopf? Ich fand es einfach nur überraschend, vor allem diese Summen. Und das ist schon natürlich merkwürdig. Ja. Aber die Tatsache, dass allein, dass wir da überrascht sind und auch gar keinen Bezug zu diesem, ich kannte den Namen ja auch gar nicht vorher, ja. Und das ist schon deshalb überraschend, weil wir, das zeigt ja, dass wir gar keinen Bezug zum EU-Parlament haben. Also wir gucken uns vielleicht mal eine Debatte im Bundestag an, aber es gibt ja keine regelmäßigen Debattenfernsehen, das gibt es vielleicht ja vom Parlamentsfernsehen der EU. Es ist sehr indirekt, Sie haben ja gesagt, von der Leyen ist nicht gewählt, aber gut, sie ist immerhin eingesetzt von Regierungen, die gewählt wurden, wobei die Regierung ja in Deutschland auch schon eingesetzt war vom Parlament. Also insofern ist es so indirekt. Das ist doch ein bisschen was anderes. Ja, das Parlament, die Regierung, das ist in der Europa in der Tat irgendwie schon so, ja, aber gewesen. Es ist einfach indirekt genug, dass man das eben... Das war sehr indirekt in Europa, ja. Ja, dass man eben gar keinen Bezug dazu hat und auch diese, man sieht dann Leute mit Kopfhörern sitzen, die in verschiedenen Sprachen reden. Das wird natürlich übersetzt, aber es guckt sich doch keiner an. Und deswegen hat man diesen Bezug nicht mehr. Aber auch, Sie sagten, Sie sind überrascht, Sie wirken aber auch nicht empört. Spricht es dafür, dass vielleicht auch viele Menschen sagen, ja klar, wundert mich jetzt nicht. Korruption im Kleinen, im Großen zieht sich durch, einmal durch alle Gesellschaftsschichten. Wenn ich eine Wohnung haben will, dann muss ich dem Makler, Auge zu, ein bisschen was. Und so geht das natürlich immer weiter. Ist das was uns, also was wir jetzt eben erstmal auch so unterstellen und sagen, ja gut, aber das ist natürlich immer so eine Sache, das kann man natürlich nicht sagen. Da muss man erstmal die Verfahren abwarten. Klar. Das ist ja jetzt erstmal nur eine Gefühl Anklage. Her. Ich möchte gerne das Gefühl bei Ihnen abfragen. Ja, also das ist einfach eine, ich kann es nicht anders sagen, das ist eine Überraschung. Ja. Also das überrascht dann. Und ich glaube, die haben einfach eine gewisse Hybris, ganz ehrlich. Die haben eine Hybris, die denken, uns kann keiner was. Es ist aber nur komisch und man fragt sich schon, was machen die da eigentlich? Also, sich die Taschen voll. Jan? Naja, also überrascht war ich auch, aber vielleicht auch ein bisschen mehr. Weil hier ja eine europäische oder die Vizepräsidentin des EU-Parlaments ausgerechnet mit einem Staat gedealt hat, offenbar, wenn das dann alles wirklich sich auch so bewahrheitet, der ja nun alles andere als eine lupenreine Demokratie ist, der als Terrorfinanzierer auf dieser Welt gilt und mit dem wir ein extrem distanziertes, ambivalentes Verhältnis pflegen. Und sich von so einem Staat dann schmieren zu lassen, na, da muss man schon charakterlich, würde ich mal sagen, sehr gefestigt sein, um das so durchzuziehen. Erst das Fressen, dann die Moral. Ne? Ach so, wir atmen hier einmal durch. Experten warnen, Deutschland steht womöglich vor Stromabschaltungen und das vielleicht schon sehr viel schneller, als uns allen lieb ist. Das gleich das Thema bei Viertel nach acht. Kurze Pause, bis gleich. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Viertel nach acht. Wir haben viel Gesprächsstoff. Ach, muss das wirklich sein? Das ist doch völlig realitätsfern. Ich finde diese Debatten unheimlich wichtig. Vielleicht muss ich doch in die Politik gehen. Ich möchte, dass wir unser Land nicht ruinieren. Ganz richtig, was die Frau Wagenknecht sagt. Ehrlich gesagt ist das fast totalitär, was Sie da fordern. In der kurzen Pause haben Herr Glöckler und Herr Broder sich optisch ein bisschen angepasst. Das Problem ist nicht, dass wir zu wenig Stadt haben, wir haben zu viel Stadt. Wissen Sie, wenn die alle wegfallen und wir uns gegenseitig in Berlin-Mitte Cappuccinos verkaufen, das funktioniert nicht. Dann ist mit Wohlstand oder ist alles Essig. Als freiheitsliebender Mensch würde ich sagen, das muss jedem erlaubt sein.
Seiten. Wenn ihr Opfer und Entbehrungen von Menschen in unserem Land fordert, dann müsst ihr bei euch anfangen. Da muss doch was machbar sein. Ich finde aber diese ganze Debatte, die wir auch führen, auch ein bisschen verrückt. Das ist nicht aufgearbeitet und das müssen wir noch machen. Und das ist leider Gottes auch ein Punkt, über den wir reden sollen. Da sind wir wieder mit Viertel nach acht. Ja, viele Experten warnen, Stromausfälle droht vielleicht sogar der Blackout. Diesem Thema wollen wir uns jetzt ganz genau einmal widmen. Was für einen Winter steuern wir da eigentlich zu? Ihr Thema. Ich habe das Wort. Sie haben das Wort ganz allein und die Kamera ganz allein. Also die Energiewende ist nicht gescheitert, sondern sie war von Anfang an eine Totgeburt. Die Physik der Energietechnik ist zu 100% bekannt. Genauso sicher wurde auch das Scheitern der Energiewende bereits vor Jahrzehnten vorhergesagt. Stehen mal kein Wind und keine Sonne zur Verfügung, wie das in Deutschland jetzt im Moment seit Wochen der Fall ist, muss Deutschland sich komplett aus den konventionellen Kraftwerken versorgen. Und diese Situation wird immer und immer wieder auftreten. Und Behauptungen, wir könnten den Strom einfach speichern, sind einfach falsch. Dass man nun neben Kohle auch noch die besten Kernkraftwerke der Welt mutwillig zerstört, zeigt nur eines, dass es den Betreibern dieser Deindustrialisierung überhaupt nicht um Klimawandel oder eine CO2-Reduktion geht. So groß kann die angebliche Gefahr, die von Kernenergie ausgeht, gar nicht sein. Dass sie größer ist sogar als die täglich verbreiteten Katastrophenwarnungen durch den Klimawandel. Und dabei reden wir hier nur von den Kernkraftwerken, wie sie heute laufen, die vor Jahrzehnten entwickelt wurden. Wenn Deutschland nur einen winzigen Bruchteil der Energiewendekosten in die Entwicklung moderner Mini-Reaktoren gesteckt hätte, ein weltweit übrigens höchst innovativer Sektor, wären wir jetzt schon ein ganzes Stück weiter. Wir selbst, also unsere Firma, entwickeln dazu gerade den Dual-Fluid-Reaktor, mit dem Kernenergie um ein Vielfaches effizienter genutzt werden kann und somit auch die Stromkosten erheblich gesenkt werden können. Gleichzeitig ist der Dual-Fluid-Reaktor durch die geschickte Nutzung einfacher physikalischer Prinzipien inhärent sicher. Nebenbei übrigens fallen dabei auf Dauer keine radioaktiven Abfälle an, die über geologische Zeiträume gelagert werden müssten. Und damit wir in einigen Jahren nicht wieder ohne Fortschritt zusammensitzen und über die gleichen Themen diskutieren, sollte diese Entwicklung genau jetzt massiv verstärkt werden. Herr Ruprecht, die Lage ist dramatisch. Das waren ganz viele Experten, das wissen wir auch. Jeder versucht zu sparen, jeder fragt sich, in was für einen Winter gehen wir da. Sie haben Ihre ganz persönliche Lösung vorgeschlagen, reden wir gleich gerne drüber. Einmal möchte ich aber wissen, was muss die Politik jetzt ganz konkret und zwar vor allem ganz schnell umsetzen, damit sich die Lage entspannt? Ja, das liegt auf der Hand. Also es gibt die sogenannte Merit-Order-Folge der Kraftwerke, nach denen die sogenannten Grenzkosten eingeteilt werden. Und Berechnungen zeigen, dass allein durch die Zuschaltung von den bereits stillgelegten drei Kernkraftwerken und natürlich der Weiterbetrieb der jetzigen Kernkraftwerke die Stromkosten massiv senken können, weil der Sprung zu Kohle einfach sehr hoch ist, deckt man einen viel weiteren Leistungsbereich ab. Und deshalb wäre es jetzt ganz enorm wichtig, um über den Winter zu kommen, die auch nicht nur die jetzigen Kernkraftwerke aktiv weiterlaufen zu lassen, nicht einfach nur im Standby-Betrieb, sondern auch zu rüsten natürlich für den nächsten Winter und auch die restlichen stillgelegten drei noch funktionsfähigen Kraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen. Die Zeit ist jetzt eigentlich schon zu knapp dafür. Also es bedarf schon einer massiven Anstrengung, aber das muss getan werden. Und für die Zukunft natürlich, weil der nächste Winter wiederkommt, es wird wieder genauso sein, die Kernkraftwerke inzwischen dann in der Zwischenzeit entsprechend zu rüsten. Wie groß sehen Sie die Gefahr, dass es Stromabschaltungen gibt in Deutschland? Ja, die wurden ja bereits angekündigt. Und das Problem ist, man hat sich bisher immer auf die Franzosen verlassen, die ja genau den sicheren Kernenergiestrom geliefert haben. Nun sind aber durch die Corona-Zeit die Wartungsarbeiten so aufgeschoben worden dort, dass im Sommer fast keine Kernkraftwerke mehr liefen und jetzt zu wenig wieder in Betrieb gehen. Und die Franzosen werden da zunächst an sich selbst denken. Und die heizen ja auch mit Strom, ist das Problem. Das heißt, wenn der Winter dann auch noch in Frankreich kalt wird, dann gibt es von den Franzosen hier keinen Strom. Und dann aus dem Grunde wurden, ich glaube, es war in Rheinland-Pfalz oder irgendwo in einem Bundesland, wurden bereits private Stromabschaltungen angekündigt. Worauf glauben Sie, müssen sich die Deutschen da gefasst machen? Für viele ist das Thema noch ein bisschen abstrakt. Jeder denkt, da droht irgendwas. Wie schlimm kommt es wirklich? Wenn wir da mal ganz konkret.
Worauf müssen wir uns da gefasst machen, glauben Sie? Ja, also ich glaube nicht so richtig an einen flächendeckenden Blackout. Das kann natürlich auch immer passieren. Die Gefahr steigt einfach. Mhm. Bloß, die deutschen Ingenieure sind da immer noch zu clever und lassen sich da was einfallen, dass man es immer noch schafft, Teilbereiche abzuschalten. Das Problem ist, dass das ein Prozess ist, den man gar nicht so in den Zeitungen liest, wenn jetzt zum Beispiel ein wichtiger Industriebetrieb zeitweise abgeschaltet wird und dadurch ein immenser Schaden entsteht. Das ist in der Regel nicht mal eine Zeitungsmeldung wert. Aber es führt dazu, dass im Hintergrund die Industrie schleichend abwandert. Und das passiert jetzt im Prinzip schon seit Jahren, seit 10 Jahren mindestens, dass der nächste Betrieb dann im Ausland, in den USA oder irgendwo gebaut wird. Und wir merken es erst dann, wenn der letzte Betrieb hier geschlossen wird. Aber dann ist es zu spät, dann dauert es wahrscheinlich Jahrzehnte, bis man die alle wieder zurückholt. Das ist der erste sehr wichtige Punkt. Was konkret jetzt für die Haushalte, also für die Privathaushalte dann zu spüren ist, sind natürlich diese Teilabschaltungen, die mit zeitlich sehr kurzer Ankündigung dann erfolgen werden. Und da empfiehlt es sich, vorgesorgt zu haben. Oder man muss eben dieses Gebiet verlassen oder man muss sich was einfallen lassen. Aber das ist natürlich nicht ganz so gefährlich wie ein flächendeckender Blackout. Ja, klar, aber auch Vorsorge. Haben Sie vorgesorgt, Herr Friedrich? Ja, natürlich. Ich schreibe seit Jahren darüber. Und wir gehen zurück in den Sozialismus, zurück in die DDR. Ja, ne? So. Zuteilung, Abschaltung etc. Ich habe auch einen schönen Artikel geschrieben, vom Wirtschaftswunder zu Wärmehallen. Und ich habe vorgesorgt, natürlich. Ich habe eine Solaranlage und so weiter und habe einen Holzofen. Aber Fakt ist, es zeigt einfach, es ist die komplette Bankrotterklärung der Energiewende, muss man mal ganz klar sagen, weil wir werden die Industrialisierung sehen. Welcher Investor würde denn jemals in Deutschland investieren, wenn man nicht eine Versorgungssicherheit hat, wenn man keine Kostentransparenz hat? Und wir erleben es ja jeden Tag auf der Stromrechnung, an der Tankstelle, beim Einkaufen. Die Kosten explodieren. Das ist ja auch sozialer Sprengstoff. Die hohe Inflation, dass die Kluft zwischen Arm und Reich immer größer wird. Und ich kann nur sagen, also die Bundesregierung muss jetzt endlich, und vor allem die Grüne Partei, muss ihre Ideologie, die ist ja dogmatisch verblendet, muss sie über Bord werfen, muss jetzt wirklich an das Wohl der Menschen denken und auch an den sozialen Frieden denken, an die Zukunft dieses Landes. Weil wenn die Firmen abwandern, haben wir weniger Steuereinnahmen und können dann auch nicht mehr das Geld so verteilen wie bisher. Aus dem Grund, Atomkraftwerke sind auch EU-konform und ESG-konform, sind emissionslos, müssen angeschaltet bleiben, sind sicher die sichersten auf der ganzen Welt in Deutschland. Und wir müssen vielleicht sogar wieder Kohlegruben aufmachen, die wir erst mit Milliardensubventionen geschlossen haben. Weil momentan sind wir zum hohen Teil von Kohle abhängig. Ja? Jan, hat die Regierung das erkannt? Glaubst du, dass die Regierung uns durch diese Krise bringen kann? Nein, hat sie nicht erkannt. Robert Habeck ist dabei, der größte Kohleminister aller Zeiten zu werden. Kofatz könnte man jetzt kurz sagen. Wir haben gesehen, es gab Tage am Wochenende, da hat die Kohle am Strommix die Hälfte ausgemacht. Die Hälfte des Stroms mit Kohle wurde produziert. Dann haben wir 20% Gas gehabt, ungefähr 6 bis 7% Kernkraft. Jetzt nehmen wir an, mit Blick auf den nächsten Winter, da werden wir ähnliche Lagen haben, dass es mal 2,5 bis 3 Wochen wenig Wind und wenig Sonne gibt, so wie aktuell seit über 2 Wochen schon. Wir werden also wieder mindestens 50% Kohle brauchen. Wir werden dann die Kernkraft ersetzen müssen. Wir wissen aber, hat Frau von der Leyen auch gestern wieder gesagt, das Gas wird eher knapper im nächsten Winter. Nicht in diesem, aber im nächsten Winter. Also haben wir wieder die Kohle. N23. Also werden wir mutmaßlich auch weniger Gas für die Stromerzeugung einsetzen können. Wenn wir da jetzt nochmal die Kernkraft wegnehmen mit 6 bis 7% und beim Gas von 20 auf 10 runtergehen, dann werden wir diese mutmaßlich 15-16%, wenn die Sonne nicht richtig scheint und der Wind nicht weht, wie aktuell, ersetzen müssen, mutmaßlich durch was? Durch Kohle. Und dann werden wir bei über 50% Kohleanteil sein. Das ist gigantisch. Das ist dann Robert Habeck zuzuschreiben und der Grünen Partei. Und das bedeutet natürlich, dass Deutschland zur absoluten Dreckschleuder wird. Wir sind nach Polen ohnehin jetzt schon das Land mit dem zweithöchsten CO2-Ausstoß, gemessen pro produzierte Kilowattstunde Strom. Und das wird nicht weniger werden. Und wir gehen aber durch die Welt als der große Klima- und Öko-Lehrmeister mit einem ganz, ganz großen, erhobenen moralischen Zeigefinger. Und das ist an wirklich Doppelmoral nicht zu überbieten. Das kann man gar nicht häufig genug sagen. An der Macht offenbar, ist es sowas auch? Nein, es geht um Ideologie. Das haben Sie ja gerade richtig gesagt. Es geht um Ideologie. Beim Thema Kernkraft, das steckt ganz, ganz tief drin. Diese Anti-AKW-Bewegung bei den Grünen, sind die Grünen einfach nicht mit rationalen Argumenten zu überzeugen. Da geht es wirklich, da ist das dreckige Kohlekraftwerk, ist den Grünen näher als das CO2-arme AKW. Und das ist doch in der Welt, in der wir leben, wenn wir sagen, CO2 ist das Problem, doch wirklich nicht rational. Und der nächste Punkt, die E-Autos, die ja angeblich so umweltfreundlich sind, die werden zu absoluten Dreckschleudern. Ja, die werden irgendwann
dreckiger sein als der Verbrennermotor, weil sie natürlich mit Kohle befeuert werden. Das ist absurd. Anders kann man das gar nicht beschreiben. Ja. Kommen wir zu Ihrer Lösung. Wir haben über die Kernkraftwerke gesprochen und Sie haben eine quasi Mini-Version. Erklären Sie mir, was Sie da genau bauen und wie das die Lösung sein kann. Zum Beispiel. Ja, wir arbeiten ja schon länger dran. Seit 10 Jahren entwickeln wir jetzt seit 1,5 Jahren in Form einer Firma ein Reaktorkonzept, das ich würde sagen, die erste zivile Reaktor-Neuentwicklung seit Jahrzehnten darstellt. Der Dual-Fluid-Reaktor kann durch sein Prinzip von 2 Flüssigkeiten im Reaktorkern extrem klein gebaut werden und wird dadurch extrem energieeffizient. Das Konzept ist natürlich noch nicht wirklich in der Realität gelaufen. Das wollen wir jetzt in den nächsten Jahren angehen. Und die Wirkung ist, dass wir durch den geringen Materialverbrauch an Strukturmaterialien eine extrem hohe Energiedichte erreichen. Und dadurch können wir das Ganze sehr kompakt bauen. Also kann ich mir in die Garage stellen? Das vielleicht nicht ganz, aber so fast, kann man sagen. Man muss es natürlich einbunkern. Und dann, weil das Ganze so kompakt ist, kann man es unterirdisch bauen. Und damit bleiben im Prinzip alle Schadstoffe, alle Radioaktivität bleibt immer unterirdisch eingeschlossen. Und weil das System auch drucklos läuft, kann dort nicht durch Überdruck irgendwelche Radioaktivität nach außen dringen. Wie viele Jahre dauert das noch? Wie viel wird mich das kosten, wenn ich das Loch ausschaufeln will und mir das Ding besorgen möchte? Können Sie das schon absehen? Das hängt davon ab. Also natürlich als regulären Plan dauert es bestimmt 10 Jahre, bis man so einen serienreifen Reaktor entwickelt hat. Mhm. Man kann natürlich, gemessen an diesen ganzen Klimakatastrophenszenarien, sollte man die Entwicklung beschleunigen. Das kann man hier tatsächlich machen. Dann wird es natürlich überproportional teurer. Mhm. Aber wenn das so wichtig ist, dass man irgendeine Lösung findet, dann würde man das als ein großes nationales oder internationales Programm auflegen und versuchen, so einen Reaktor zumindest mal auszuprobieren. Deshalb entwickeln Sie das ja in Kanada. Wäre ja schön, wenn das in Deutschland und dann dementsprechend auch gefördert würde. Naja, wir sind ja schon noch hier. Ist es nicht. Aber wir haben auch festgestellt, in Kanada ist es auch nicht so einfach, weil die Behörden tatsächlich immer noch so sehr auf die guten alten Druckwasserreaktoren eingestellt sind. Und das wird wahrscheinlich in allen Kernreaktoren betreibenden Ländern ähnlich sein. Wäre also auf jeden Fall gut, wenn es für dieses Projekt dann Geld gäbe, damit wir quasi den Plan B, nicht ganz in der Garage, aber vielleicht im Vorgarten verbuddelt, sehr großen Vorgarten. Da gehen wir noch mal in die Details. Es gibt tatsächlich eben die Lösung für das Problem, auch gleichzeitig das nukleare Abfallproblem. Ich wollte noch eins sagen, man kann tatsächlich mit dem Dual-Fluid-Prinzip nicht nur den Sektor Strom abdecken, sondern es ist ja auch ein Hochtemperaturreaktor. Und damit kann man synthetische Kraftstoffe produzieren, und zwar zu einem Bruchteil der Kosten, wie das jetzt für nach heutigen Bedingungen wäre, durch die Dampfreformation, so heißt das, oder eben sogar eine zukünftige, was man plant mit Windenergie und Ähnlichem. Mhm. Also man kann dann auch den Sektor Verkehr natürlich abdecken und damit nicht nur den Sektor Strom. Man kann also im Prinzip alle Sektoren in der Wirtschaft damit abdecken. Also da könnte man mal Geld reinstecken. Aber Jan, man steckt jetzt Geld in ein ganz anderes Projekt. Und wenn du von dem hörst, ist ja nicht unbedingt zum Feiern zumute. Manch Jugendlicher wird aber vielleicht jubeln, denn man kann jetzt Party machen auf Staatskosten. Thema, was sich aufregt. Nichts gegen Spaß, überhaupt nicht. Und auch, glaube ich, dass die Summen, über die wir jetzt reden, die sind geringer als das Geld, was wir bräuchten, um diese Investitionen zu finanzieren, die sicherlich wahnsinnig sinnvoll ist. Aber das, was mich jetzt umtreibt, ist sicherlich für den Spaß total gut, den junge Leute haben sollen, ohne Frage. Wir alle waren jung, hatten viel Spaß, aber die Frage ist, muss das eigentlich auf Kosten des Steuerzahlers passieren? Und da sage ich ganz klar nein. Nein zu einem stärker ausufernden Nanny-Staat. Was passiert? Die Bundesregierung will Jugendlichen oder jungen Erwachsenen ab 18 Jahren im nächsten Jahr eine Kulturkarte im Wert von 200 Euro schenken. Jeder 18-Jährige soll die bekommen, soll damit in Museen gehen können, aber auch in Kinos. Und da das Ganze erst ab März ausgegeben wird, hat sich die Berliner Landesregierung Rot-Rot-Grün etwas ganz anderes überlegt, etwas Ähnliches, aber schon früher, denn am 12.02. wird er gewählt. Also sollen die 18-Jährigen hier in Berlin schon vorher einen extra Gutschein bekommen, eine extra Kulturkarte im Wert von 50 Euro, nochmal obendrauf quasi, aber früher. Und mit dieser Kulturkarte sollen sie aber auch zum Beispiel in Clubs, wie wir früher gesagt haben, Diskos gehen können. Also feiern, tanzen auf Kosten der Steuerzahler, da sage ich ganz klar nein, denn wir wissen auch, dieses Geld muss irgendwann erwirtschaftet werden. Und der Partykater, der kommt meistens nach der Party in Form höherer Steuern. Deswegen Schluss mit diesen Geschenken an unsere jungen Leute. Die müssen lernen, wie man sich selbst das Feiern erwirtschaftet und sollen nicht irgendwie
ja, zum Spaß gezwungen werden. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Sie haben aber gelächelt, Herr Friedrich. Ja. Ihr 18-jähriges Ich hätte die 50 Euro danken genommen und ab im Club oder ins Theater. Ja, natürlich. Ich meine, geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Ja. Aber es ist wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, wir leben im Sozialismus, wir leben in der Planwirtschaft. Es ist ein ganz billiger Stimmenfang. Man kauft sich die Stimmen für die nächste Wahl. Und wir sehen immer mehr, dass der Staat immer mehr Geld verteilt. Brot und Spiele ist das Thema, um die Bevölkerung bei Laune zu halten. Vielleicht auch eine Art Entschuldigung für die Jugendlichen während des Lockdowns und so weiter. Aber es ist, wie gesagt, Sie haben es richtig gesagt, ich glaube, das weiß die Frau Roth oder auch die Regierung nicht, dieses Geld muss ja irgendwann erwirtschaftet werden, weil der Staat hat nichts zu verschenken. 8 Millionen sind es in der Hauptstadt insgesamt, also die müssen... Genau, linke Tasche, rechte Tasche, jedem muss klar sein, jedem Zuschauer natürlich auch hier. Was der Staat verschenkt, muss er auch einnehmen in Form von entweder Steuern oder halt neuen Schulden. Und für die Schulden und Steuern haften wir. Das heißt, wir werden weitere Steuern sehen, Erhöhungen sehen, Abgaben sehen und da ist der Staat ja ganz fleißig mit Grundsteuerreform, Zensus und so weiter. Und dahingehend muss man einfach sagen, es ist, wie gesagt, an Absurdität nicht mehr zu überbieten. Aber Herr Lüttke, wir haben so gesprochen über die Entbehrungen, gerade für junge Leute, für junge Erwachsene, 50 Euro jetzt mal, damit die ihre Freiheit einmal genießen können für einen Abend, vielleicht langt es für zwei. Nicht eine gute Idee? Grundsätzlich glaube ich, wie Sie schon gesagt haben, dass das ein als Kompensation für die Entbehrungen durchaus seinen gewissen Sinn haben kann und wahrscheinlich auch so gesehen wird. Aber natürlich ist, wenn man es jetzt vor einer größeren Perspektive sieht, dass man dann natürlich betrachten muss, woher kommt das Geld? Man kann den Leuten nicht beibringen, dass es alles nichts kostet, dass es alles umsonst ist. Und ich glaube, da sind wir auch in der Corona-Zeit mit den Staatsausgaben, mit der Staatsorgie, die wir gesehen haben, deutlich hineingekommen. Und das sind Fortsetzungen natürlich davon. Wenn jetzt in dem Fall mal die Jugendlichen davon was haben, ja, würde ich sagen, vielleicht ist das ein Punkt. Aber wissen Sie was? Aber die müssen natürlich das auch lernen, dass es erwirtschaftet wird. Ich kann immer einen Blick empfehlen an einige Berliner Schultoiletten beispielsweise. Ich könnte mir vorstellen, dass die 8 Millionen, wenn wir sagen, da sollen die Schüler oder die jungen Leute was von haben, dass diese 8 Millionen auch anders gut investiert werden. Oder sei es iPads, was auch immer. Also wenn ich an Berliner Schulen gehe, habe ich nicht den Eindruck, dass dort die Digitalisierung das Oberthema ist. Ich habe auch nicht den Eindruck, dass die sanitären Anlagen besonders gut ausgebaut sind. Es gibt auch ein paar andere Dinge, Stichwort Turnhallen, Stühle und so weiter und so fort. Von daher könnte ich mir vorstellen, diese 8 Millionen, ein kleiner Betrag zugegeben, aber die werden anders auch gut eingesetzt. Und ich glaube, dass es wichtig ist, gerade für junge Leute zu wissen, dass man sich den Spaß auch selbst erarbeiten muss, vor allem, wenn man dann früh erwachsen ist. Und aus der Abhängigkeit des Staates rauszukommen, das ist extrem wichtig. Und hier wird genau das Gegenteil gefördert. Hier wird diese Der-Staat-gibt-mir-Mentalität gefördert. Die ist falsch. Und ich ergänze noch in digitale Infrastruktur. Also da muss ich auch sagen, auch in Bayern, da hat sich unglaublich wenig getan, nämlich in es den Bereichen. Es gibt viele Möglichkeiten, viele Alternativen, die sich hier an dieser lebhaften Gesprächsrunde auftun, um dieses Geld, 8 Millionen sind es alleine in der Hauptstadt, zu investieren. Wir hier an unserem Viertel nach 8 Tisch haben da einige Vorschläge. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen fürs Zusehen. Ich bedanke mich ganz herzlich hier bei meinen Gästen. Wir sehen uns morgen wieder. Machen Sie es gut. Bis dann.